Ja, hey, willkommen zu Video 200. Durchnummeriert 200. Da sind ja schon über 260 oder so. Aber heute machen wir eine Kalbsteakhüfte am Stück. Gesmoked mit Mesquite Pellets. Und wo machen wir die? Ganz klassisch auf der Weberkugel. Und was machen wir dazu? Irgendwas mit Kartoffeln. Sind wir immer noch am Überlegen. Gut, ich habe hier einen kleinen Minion-Ring gelegt. Nur einen kleinen. Die Pellets drauf, Wasserschale, damit wir die Temperatur halten. Angestrebt sind so 130 bis 150 Grad. Und ich würde sagen, gehen wir schnell rein. Nee, gehen wir da rein. Und da geht's weiter. Fleisch haben wir schon gewürzt. Zeige ich euch noch und wie wir uns entschieden haben, was wir machen aus der Steakhüfte. Auf jetzt! Eine leckere Kalbsteakhüfte. Tja, was machen wir jetzt damit? Mädels, ich glaube, die müssen wir jetzt erst einmal unter die Lupe nehmen. Ah, unter die Lupe nehmen. Fein, fein, fein. Okay, und was machen wir jetzt draus? Grillen wir sie am Stück, schneiden wir uns schöne Stücke raus. Schatz, was sagst du dazu? Parieren muss man noch, ist klar. Tja. Auch mal unter die Lupe nehmen. Ich sehe bitte gut nach meiner OP. Also ich hätte jetzt gesagt, wir parieren sie, lassen sie ganz und machen sie als Braten. Als Braten. Als gegrillt, mitgegrillt. Gut, dann parieren wir sie und machen wir einen kompletten Kalbsteakhüftebraten. So Freunde, ich habe mir jetzt einfach aus dem Schrank Gewürze rausgeholt und da würde ich sagen, lege ich jetzt einfach mal los, misch mir was zusammen, wie es mir gerade im Sinn kommt. Wer das nachmischen möchte, sollte sich bitte jetzt einen Zettel holen, um mitzuschreiben. Dann fangen wir mal an. Ich täte mal sagen, 3 Teelöffel Salz. Oder ist das zu viel? Schatz, was meinst du dazu? Ist das nur für diesen Braten? Ja. Dann sind 3 Löffel zu viel. Dann mache ich 2 Teelöffel Salz. Nehmen wir 1 Löffel Pfeffer. 1 Löffel Pfeffer. Ui, die Paprika wird auch schon wieder leer. Dann nehmen wir 2 Teelöffel. Na, knapp 2. Ah, ein bisschen habe ich noch. Also 2 Teelöffel Salz. Paprika. 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 Jups. Dann Zwiebelgranulat. 1 Teelöffel. Was habe ich noch Schönes da? Knoblauchgranulat. Einen halben. Einen halben bloß? Ja. Ich muss morgen arbeiten. Halt. Das macht mir doch nichts. Ja, hier nicht. Meine Fahrgäste schon. Ich muss auch morgen arbeiten. Gut. Was haben wir als Nächstes? Etwas Koriander gemahlen. Nur eine Messerspitze. Nur eine Spitze? Ja. Da tun wir bloß zur Spitzle rein. Kumin, Kreuzkümmel gemahlen, da tun wir auch bloß eine Spitzle rein. Na, da darf man wirklich nicht so viel, meines Erachtens nach. Für einen kleinen Kick, Chilis gemahlen, also Cheyenne-Pfeffer. Eine Spitzle, nicht mehr. Ja, so in etwa. Ein viertligen Teelöffel. Dann habe ich hier noch Oregano gerebelt.
Da tun wir ein Teelöffelchen rein. Und zum Schluss noch. Brauner Zucker. Pack Brown Zucker. Den muss ich aber erst noch ein bisschen aufstochern, weil der hat sich schon wieder etwas verfestigt. Das gibt dann die gewisse Süße. Knapp 2 Teelöffel. Na, geh wieder zu, du blöder Deckel. So, gutes. Probieren wir es mal. Du auch ein bisschen? Mhm. Kommt nicht schlecht. Gut, dann können wir schon unsere Steakhüfte damit einwappen. Ist im Nachhinein fast ein bisschen viel Salz. Hab ich doch gesagt. Und du hättest 3 Löffel nicht, oder? Du. Er ist halt verliebt. Ja, ab und zu machen wir unseren Rap halt doch noch selber. Aber ich nehme natürlich auch sehr gerne die Fertigraps, was ich habe. Da habe ich so viel verschiedene. Da könnte ich wahrscheinlich bis Weihnachten jeden Tag einen anderen Rap nehmen. Und wäre unter Umständen immer noch nicht durch. Also von daher davon reden, dass überall alles gleich schmeckt mit diesen Fertigraps, ist völliger Blödsinn. Und so lassen wir die jetzt noch 1-2 Stunden ruhen, dass der Rap noch ein bisschen einziehen kann. Etwas länger die Zeit wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber die haben wir heute nicht mehr. Und in der Zwischenzeit mache ich was anderes. Wir sehen uns nachher wieder. So sieht das Ganze aus. Hier habe ich schon die Kohlen zum Minioning starten drauf. Ja, Deckel zu, ein bisschen aufheizen lassen und Fleisch rausholen. Juche, da haben wir sie. Auspacken, schnell noch verkabeln. Ziehen werden wir das Teil ungefähr bis 62 Grad KT wieder. Dann noch ganz kurz in Folie ruhen lassen. Und wie lange das Ganze dauert, boah, das werden wir sehen. Oh, riechen tut das mal richtig geil. Jetzt erst einmal gucken, dass man das irgendwo schön bewischen. Nicht zu weit oben und nicht zu weit unten. Ja. So. Gut, Leute, dann können wir es draufschmeißen. Ach Mann, ich muss sehen. Ja, Maverick fliegt durch die Gegend. So. Oh, verdammte Axt! Hoffentlich lebt es noch. Jo, es geht noch. Ja, und so lassen wir es jetzt einfach grillen, bis es soweit fertig ist. Pellets fangen auch schon zum Räuchern an, die ersten. Ja, Temperatur vom Grill war bei ca. 80 Grad. Die geht ja jetzt gleich hoch. Und ansonsten überlege ich mir jetzt, was wir Kartoffeliges dazu machen. Ach Mann, Blick auf mich. Aber vorher gehe ich noch schnell Hände waschen. Ja Leute, da räuchert schon. Ich weiß nicht, ob man das sieht in der Cam. Und ich werde mir jetzt noch überlegen, wie wir die Kartoffeln machen. Könnten sogar Rosmarinkartoffeln werden. Werden auf dem Gasgrill gemacht. Und ich glaube, ich mache noch ein kleines Barbecue-Sößchen. Habe ich auch noch nie gemacht so richtig, aber einfach mal ausprobieren. Vielleicht wird es ja was. Geh mal rein und suchen wir uns zusammen, was wir dazu alles brauchen.
So, meine Lieben, ein paar Tomaten haben wir noch. Die werde ich klein häckseln, den Knoblauch bloß mit dem Messer schnell klein quetschen, klein schnibbeln. Die Zwiebel auch bloß mit dem Messer klein häckseln, dann in die Schale und dann geht es auch schon raus. Was jetzt schon im Korb ist und auf dem Weg nach draußen noch beim Gang vorbei am Gewürzschrank dazu kommt, das zeige ich euch dann draußen. In die Schale werden mir die Mädels nachher die Kartoffelspalten reinlegen. Die werden mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Rosmarin gewürzt. Ja, Rosmarinkartoffeln haben wir ja schon öfters gehabt. Naja, gut. Ich warte soweit und dann sehen wir uns draußen. Mir ist nur noch ganz aus Versehen der Bacon hier hineingefallen. 2 Päckchen, klein geschnitten. Salz, Pfeffer, Paprika, Tomatenmark, eine Worcestersoße, der Jack, ein Kochlöffel, Ketchup, ein bisschen Flüssigzitrone und Ahornsirup. Ja, jetzt schauen wir mal, ob wir das zu einem leckeren Söschen verarbeiten können. Gehen wir auf die andere Seite rüber. Jo, es wird warm. Dann klatschen wir mal gleich unseren Bacon, Knoblauch, Zwiebel, Tomaten, Mischungspump, hätte ich jetzt fast behauptet, gesagt, hier rein. Und tun das alles schön anschmurgeln, beziehungsweise eben den Bacon auslassen. Und da ich jetzt bloß ein Döschen eben für einmal essen mache, kann es ruhig stückig bleiben. Das ist mir wurscht, ansonsten könnte man es noch pürieren am Schluss. Haha, halt, was ich noch gleich mit hinzutun wollte, war schön Tomatenmark. So, das war eine viertelige Tube, dass sie weg ist. Und dann komplett anrösten, anschwitzen. Das lasse ich machen jetzt soweit und dann hole ich euch wieder hinzu. Was ich gerade noch gefunden habe, ist so ein Knoblauchöl. Macht vielleicht doch noch Sinn, ein bisschen Neid zu tun. Kann man natürlich auch ein normales Öl nehmen. Nachdem das Ganze jetzt schön an- und eingeschmurgelt ist, kippen wir einfach noch ein bisschen Cola hinzu. Und das lassen wir jetzt erstmal einreduzieren. Ja. Machen wir noch einen Schluck. So, dann befinden wir uns schon ziemlich auf der Zielgeraden. Dann machen wir unseren Ketchup. Einen ordentlichen Schwupps mit rein. Ein Schwupps von dem Ahornsirup. Einen guten Spritzer Flüssigzitrone. Dann die Worcestersoße. Auch einen guten Spritzer. Oderle. Wechselgeschmäckle. Noch ein Schuss Jack. Und ob wir dann noch abschmecken müssen mit Salz, Pfeffer, Paprika, ja, das werde ich jetzt dann gleich probieren. Boah, riecht das geil. Lecker. Dann werde ich gleich einmal die Mädels probieren lassen. Schatz, holst du dir einen Löffel zum Probieren? So, entweder mein Schatz fängt gleich das Husten und Spucken an oder ihr schmeckt, ich weiß es nicht, ich habe es ja noch nicht probiert. Sag ehrlich deine Meinung, Schatz. Ich habe es noch nicht probiert. Ich weiß noch nicht, wie es schmeckt. Lecker. Das schmeckt ja wirklich. Wie doch sagt. Wow. Super. Dann habe ich ein leckeres Süßchen dazu gebastelt. Das kann jetzt auskühlen. Stellen wir nachher auf die Seite. Und ja, wenn das Fleisch auf der Zielgeraden ist, absehbar werden wir dann unsere Kartoffeln einschalten. Grilltemperatur ist mal auf knapp 150 Grad hoch. Habe ich gelassen. Das Fleisch liegt jetzt bei 45 Grad KT und wir schauen einfach mal nach. Oh, ich muss mir noch was überlegen. Oh, Deckel zu, das raucht mal voll in die Augen. Mit was ich glasiere. Dann nehme ich jetzt auch irgendwas.
Leckeres. Nein, ich wollte heute nichts Fertiges verwenden. Den habe ich schon da. Dann nehmen wir nachher bloß einen Ahornsirup zum Glasieren. Die KT liegt bei 50 Grad. Tja, dann hätte ich mal gesagt, schnappen wir uns den Ahornsirup. Dann tun wir mit dem einfach glasieren. Da denke ich, dass auch einmal reichen wird. Das sollte reichen. Deckel zu. Warten, bis wir 62 Grad erreicht haben. So, Freunde, wir haben eine Kerntemperatur von 62 Grad erreicht. Ups. Ja, und für alle, die es verpasst haben, diese Aufnahme wird im Moment sogar live auf YouTube, auf Facebook übertragen. So, Fleisch auf Alufolie. Und dann wickeln wir das Stückchen weg, du blöde Fliege, schön in Alufolie ein. Wo wir es noch ein paar Minuten ruhen lassen. So. Und ich glaube, auf den Grill stelle ich jetzt noch die Kartoffeln. Die hole ich jetzt schnell rüber. Heiß, 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 heiß! Boah! So. Jetzt müssen bloß noch die Kartoffeln fertig werden, Leute. Ja, Leute, durch meine Live-Übertragung auf Facebook sind wir ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Aber die Kartoffeln sind gleich fertig. Und drüben werden wir gleich das Fleisch anschneiden. Schauen wir zum Fleisch. Schatz ist schon mal wieder schneller als ich mit der Cam. Dann hoffe ich ja heute rein theoretisch auf der richtigen Seite. Und keine Fleischgabel. Keine Fleischgabel? Ja, ich hab's nicht geholt. Wie willst du das aufschneiden? Entlang der Faser, quer der Faser, Mitte der Faser? Ist mir eigentlich egal. Richtig angeschnitten. Richtig angeschnitten, sagst du? Schau, richtig angeschnitten. Oh, sieht das geil aus. Schöner Rauchring, schön gewürzt. Oh, schneiden wir mal ein Eckle ab für Probiererle, bitte. Oh, Leute, ich sabber mir gerade einen ab, dass alles zu spät ist. Tja, du willst ja Probiererle haben. Ja, ein kleines Eckerle. Ja. Danke, danke. Eigentlich wollte ich das Probiererle. Oh ja, nein, halt! So. Ihr seid alle... Haha, ich hab dich noch erwischt. Krieg ich jetzt bitte mein Probiererle? Oh, ist das saftig. So, und dann gehe ich darüber und probier. Ja, da wären wir mit dem Probiererle. Mir tropft schon der Saft auf die Finger. Das ist mal richtig geil geworden. Leichte Schärfe, schöne Würze, etwas Süße, geil. Aber mehr nachher im Fazit, weil ich muss ja eh noch die Kartoffeln runterholen, dann noch ein Tellerbild machen, essen und dann sehen wir uns nochmal. Bis gleich. So, meine Lieben, gerade eben noch entschlossen, dass ich mein Fazit noch während den Essen mache, solange der Geschmack noch auf der Zunge ist. Also, wie gesagt, vorher schon, das Fleisch von der Würzung her ist sehr lecker. Eine bisschen dezente Schärfe. Dann dazu diese selbstgemachte Barbecue-Soße, die wir im Prinzip aus dem Ärmel rausgeschüttelt haben. Hätte ich gar nicht erwartet.
Naja, die Kartoffeln, ich hätte mal sagen, die sind mir dieses Mal nicht so gut gelungen. Die darf mein Schatz nächstes Mal wieder in ihren AMC-Navigenio machen. Ja, Schatz, ist das in Ordnung? Sie nickt. Aber schlecht schmecken sie nicht. Dazu noch hervorragend Gurkensalat. Was will man mehr? Alles in allem ein richtig geiles, gutes Menü. Ich werde es fertig essen. Und wir sehen uns nachher noch zum Nachtisch. Also, bis dann. Ja, Freunde, dann sind wir noch beim Nachtisch. Ja, mittlerweile haben wir es 9:30 durch. Wird langsam Zeit, ins Bett zu kommen. Und das hier ist der Nachtisch. Und was das ist, wird uns jetzt schnell die Patricia sagen. Also, das ist Panna Cotta. Dazu werde ich das nächste Mal irgendwann, ich weiß noch nicht wann, ein Video machen. Ah. Aber definitiv nichts für vegetarische Freunde. Also. Sehr schön. Und jetzt probieren wir das Ganze noch. Soße, Erdbeer. Einfach bloß lecker, was die Mädels hier immer machen. Gut, das war es jetzt endgültig mit dem Video. War 200. Von 260 hau mich tot. Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Wir sehen uns. Vielleicht noch einen Daumen nach oben. Abo, das Übliche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, Freunde. Wir haben eine KT von 61 Grad erreicht. Wollten wir nicht 62 Grad? Gerade noch entschlossen. Hallo, Lolo. Hallo, Lolo.